Tag 4, Prypjat Zentrum, Nachmittag. Und damit willkommen zurück zu Tschernobylite. Ich grüße euch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge auf meinem Channel. Und ich weiß gar nicht mehr, was war Phase? Ich habe jetzt eine längere Aufnahmepause gehabt. Wo sind wir denn hier? Ja, wir sind Nachmittag und ja, und ich bin ein bisschen raus. Ich werde diese Folgen jetzt... Oh. Ich höre Schritte. Ich wollte sagen, ich werde diese Folgen wahrscheinlich mal ohne Cam aufnehmen. Da es einerseits mir nicht so berauschend geht, jetzt nicht so... Obwohl, gesundheitlich ist das schon so ein bisschen, aber eher so... Da, immer das, was mir надо. Die Erkältung... Die Erkältung habe ich nicht. Eher so psychisch. Da läuft einer. Wo hat der Flexi uns denn aus der Vergangenheit hier gelassen? Oh, nehme ich mit. Und haben wir noch unsere Waffen? Ja, haben wir noch. Auf zwei noch den normalen Revolver. Nice. Eher so psychische Sache. Aber ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen, denn ist gar nicht die Plattform dafür. Denn eher eine Gaming-Plattform, indem ich hier wieder in Tschernobyl bin. Wo ist der? Da steht er. Der kommt doch gleich zurück, oder? Ich wollte doch sagen, ne? Oder bleibt er da? Ich weiß gar nicht mehr, wo waren wir denn hier und was stand denn an? Ach, waren wir nicht bei diesen Monstern und so und Tralala und Pipapo und... Was, wer? Stealth. Erstmal ausschalten, so. Und, ich meine, waren wir nicht bei diesen... Bei dieser Schule oder was auch immer irgendwie hier und... Wie war Taschenlampe? V? Okay. V war Taschenlampe? Deswegen, ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig... Vorsichtig vorgehen, weil ich gar nicht mehr weiß, was Phase war. Ich weiß auf jeden Fall, dass da oben am Kompass irgendwelche... wir haben ja keine Minimap, wir haben da oben nur den Kompass. Wir haben da so ein paar Aufgaben. Da ist auch noch ein Fragezeichen. Wer quatscht denn hier? Und auf welcher Etage sind wir? Wir sind unten. Oh, das sieht immer noch so unglaublich gut aus. Und ich werde das auch hier nochmal sagen für die Leute, die vielleicht Brief Edge nicht gucken, weil... Kann es sein, dass er oben ist. Denn natürlich mag es Leute geben, die vielleicht Brief Edge nicht mögen, die gucken lieber hier Tschernobyl. Oder Leute, die Tschernobyl nicht mögen, die gucken lieber Brief Edge. Deswegen habe ich es natürlich auch Brief Edge gesagt, deswegen mache ich es jetzt auf Tschernobyl nochmal. Wundert euch nicht, wenn die Videos ein wenig verpixelt sind oder teilweise halt natürlich auch ja, nicht so von der Qualität gut sind. Ich kriege es leider nicht besser hin. Es tut mir leid, es ist leider das Problem, dass YouTube ja, für die Leute, die es nicht wissen, YouTube verarbeitet die Videos, nachdem du sie nochmal hochgeladen hast, für sich, für ihre Plattform. Liegt wahrscheinlich daran, weil natürlich zig Videos immer hochgeladen werden, pro Tag zig Milliarden Videos und so. Und damit die wohl nicht so groß sind, ist jetzt meine, weiß ich jetzt nicht, ob es genau so ist, aber guck mal, da hinten stehen auch noch welche. Damit es halt für ihre Plattform halt nicht so überdimensional groß ist. Und ich als kleiner Pups-YouTuber, der sowieso kein Geld damit verdient und auch keine Einnahmen für YouTube damit generiert, kriegt natürlich eine schlechtere Codierung des Videos bei der Bearbeitung als wie ein großer XY-YouTuber. So. Und deswegen sind die Videos teilweise bei Tschernobyl fällt es mehr auf als wie bei Brief Edge, denn bei Brief Edge ist es so... Denn bei... Ich höre noch laufen. Denn bei Tschernobyl hier sind ein bisschen mehr Farben drin als wie bei Brief Edge. Brief Edge ist eher so dunkelblau, grau, weiß, etc. pp. Und ja, da ist das fällt das nicht so auf. Aber hier fällt das extremer auf. Wladimir Illich, der hat dort gearbeitet, ne, oder? Kraftwerk, Wladimir Illich, Lenin, Reaktor 4, streng geheime Installation, Sicherheitsausweis für besonderen Zugriff, Freigabestufe Omega, Eigenschaft von nah, muss vor dem Verlassen der Einrichtung zurückgegeben werden, okay. Ja, nee, nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst, ich habe mir Mühe gegeben, ich habe. Was war das denn? Hallo?
Hallo? Komisch. Nur, dass ihr da Bescheid wisst, warum es pixelig ist. Ich kriege es nicht besser hin. Ich habe schon auf 2K gerendert. Es funktioniert nicht. Ich kriege... Oh, nein, 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 nein. Okay. Ich kriege es einfach nicht besser hin. Also, habt da bitte ein Nachsehen. Tut mir leid. Hä? Wieso ist denn Fahrstuhl aufgegangen? Ich will hier gar nicht rein. Wo komme ich denn hin? Wollte ich ehrlich gesagt gar nicht. Seit wann funktioniert hier ein Fahrstuhl und... Hallo Welt! So, jetzt sind auch alle wach und jetzt können wir auch loslegen. Also, ich habe jetzt alles gesagt. Wie gesagt, ich habe schon alles ausprobiert und tralala. Gut, brauchte ich die Treppe nicht nehmen. Ist ja nice. Und, also nicht wundern. Ich, wie gesagt, nimm das jetzt erstmal wieder ohne Kamera auf, so ein bisschen. So ein bisschen immersive, ne? Damit ihr nicht immer meine Hackfresse sehen müsst. Und, jetzt habe ich genug gequatscht. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal aufs Spiel. Und es sieht immer noch so unglaublich gut aus. Ich hoffe, das kommt im Video so. Weil das Problem ist, achso, das habe ich noch vergessen zu sagen. Bei der Aufnahme, nachdem ich es aufgenommen habe, ja, bei mir auf dem Rechner ist alles tutti. Kompletto super geil. Aber sobald ich das hochgeladen habe und das in der Verarbeitung war, ist alles scheiße matschig. Also, es liegt tatsächlich an... Es liegt tatsächlich an YouTube, die Verarbeitung. So, gut, haben wir alles. Was? Hallo? Wie gesagt, hier ist keine Mission, ne? Ich bin jetzt gerade hier so ein bisschen am... Okay. Gerade so ein bisschen am Erforschen hier. Da ist eine Werkbank. Und wir haben keine Dietriche mehr, glaube ich, weiß ich noch im Kopf zu haben. Wir haben die letzten Dietriche, glaube ich, beim letzten Mal aufgebraucht. Und... Achso, ich habe mich mal ein bisschen mit der Materie auseinandergesetzt, was die Story angeht. Also, es geht um die Stadt natürlich hier Pripyat drumherum des Reaktors in Tschernobyl. Und es hat natürlich nichts mit diesem Reaktorunfall zu tun. So viel ist, steht schon mal fest. Also würde ich jetzt mal so sagen, denn es hat ein bisschen damit was zu tun, dass hier eine Organisation dieses Tschernobyl Light, wie sich ja diese Kristalle ja da irgendwie nennen, dem quasi, womit man quasi so ein bisschen so Raum und Zeit Kontinuum so ein bisschen verschieben kann, was wir ja auch schon machen können. Und darum dreht sich das Ganze hier so. Und das spielt halt alles hier so ein bisschen, weil das so ein bisschen mit diesem, ja, ich glaube ein bisschen mit dem Reaktorunfall zu tun hat. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Da müssen wir hin und ich glaube, da waren wir schon. Oder? Da ist doch das Lager, wo wir durchgegangen sind. Und hier unten war doch diese Monster drin, dem Gebäude, ne? Ich hoffe, der hat gespeichert. Ja... Ja, dieses Geräusch kommt mir doch sehr vertraut vor, seit der letzten Folge. Und für euch ist es vielleicht 3-4 Tage her, das letzte Video. Für mich ist das jetzt fast 2 Wochen. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich vielleicht irgendwelche Sachen Quatsch erzähle oder nicht mehr kann. Ich hätte gern mein Gerät wieder. Das ist auf der... Auf der 7? Nee. Auf der 4. Oh. So. 130 Meter, da müssen wir hin. Erstmal gucken, wie ich hier überhaupt rauskomme wieder. Ich glaube nicht, dass es hier... Ist das hier im Gebäude? Nee, ich glaube nicht. Müssen wir jetzt erstmal schauen, wie ich hier rauskomme. Ungesehen vor allen Dingen, weil hier laufen ja zwischendurch noch ein paar... Da unten läuft, glaube ich, auch so ein Heinz rum. Ich muss mal eben gucken, wo hier die Treppe war. Wo war denn hier das, der Hausflur? Und da sind noch Sachen zum Sammeln. Ja, ist doch gut. Dann mach ich gleich mal mit. So, warte mal. Hier ist was. Da kommen wir auch nicht rein, ne? Ja, wir haben keinen Dietrich. Ich hab's doch gewusst. Aber wo war... War hier die Treppe? Da war die Treppe. Da ist doch was zum Sammeln. Die Soldaten, die der Flexi aufgeräumt hat, die sind ja noch weg, ne? Ich hoffe. Da läuft noch ein Kandidat. Ich will ja auch nicht zu viel
zu viel rumdoktern. Und ja, ich weiß, Leute haben mich drauf angesprochen und so. Wir haben tatsächlich bei der einen Folge, falls ihr euch entsinnen könnt, diesen Safe haben wir doch gefunden. Und auch meine bessere Hälfte hat mich drauf angesprochen, diesen Safe, den wir bei dem einen Kollegen da gefunden haben, der gesagt hat, ja, dem wir doch gesagt haben, ja, da sind wichtige Dokumente, eine Bombe drin und tralala, und der sollte doch verschwinden. Und wir sind nicht mehr zurück zum Safe gegangen. Ich habe das tatsächlich vergessen. Das ist mein Verschulden. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es ist... Den schalte ich mal eben aus. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich da so ein bisschen ungehalten und dass ich das nicht, ja nicht ungehalten, sondern dass ich das einfach nicht gemacht habe nochmal. Es tut mir einfach leid. Entschuldig bitte. Es tut mir leid. Ich, ja, entschuldige mich dafür im Voraus. So, gut, nehme ich alles mit. Jetzt haben wir den schon mal ausgeschaltet. Oh, wir müssen gleich mal gucken, wo wir da hin müssen. Die anderen Sachen haben wir, glaube ich, hier soweit schon alles abgeklappert. Obwohl, da ist noch ein Fragezeichen. Und hier ist die Hauptmission, ne? Aber wir müssen mal gucken, ob ich die Fragezeichen, ob wir da gleich einmal hingehen oder wie wir es machen. Müssen wir gleich mal schauen. Ich bin gerade am Überlegen. Ich überlege gerade. Ich überlege gerade, ob's, wie wir auch die Story vorantreiben. Weil das sind ja immer, oder ob wir einfach diese Fragezeichen auch immer abklappern müssen. Wo kommt die Musik jetzt her? Okay. Und keine Blitze im Übrigen, ne? Fällt mir gerade mal auf. Weil ich beim letzten Mal auch gesagt habe, es wird alles immer so instabil. Je weiter wir voranschreiten. Jetzt kommt komische Musik. Bin gespannt, wie die Quest beendet. Essensvorrat. Ah ja, wir haben Essen gesammelt. Stimmt, das war das ja. Wir haben, glaube ich, unseren Kollegen zu Hause gelassen. Hier waren wir beim letzten Mal schon. Jetzt würde ich aber da hinten die Fragezeichen vielleicht noch abklappern, die beiden. Auf dem Kompass oben. So. Level 4. Ich weiß gar nicht, wie wir beim letzten Mal geskillt haben, wie wir das gemacht haben. Ist alles so lange her. Nein, ich drücke mal die falsche Taste. Entschuldigung. Da hinten sind schon mal Blitze zu sehen. Und alles so nebelig. Und das ist jetzt Nachmittag. Ist beim nächsten Mal Abend oder was? Oh. Okay, ich düse mal. Ich dachte, wir können da rein. Ah, jetzt müssen wir wieder an das Lager vorbei, ne? Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, weil hier auch Gegner sind. Und das Problem ist, ich sehe die hier immer so schlecht. Oh, da ist schon ein Kandidat. Das habe ich doch gerade noch gesagt. Wo geht der denn lang? Der kommt nach hier, ne, oder? Nein! Was eins? Nein, sehe mich nicht. Alter! Alter! Fuck! Jetzt kommen die anderen bestimmt, ne? Oh! Entschuldigung, ich wollte dir nicht den Arm abschießen. Habe ich ihm den Arm abgeschossen? Oh. Oh. Die anderen haben das anscheinend nicht mitbekommen. Das ist gut. Und es wird doch schon instabiler hier alles, ne? Okay.
Es gewittert. Es zieht ein Sturm auf. Okay, bevor wir verschwinden, wie gesagt, Story-Kram haben wir schon. Oder Essensnahrungs-Dingsbums. Fragezeichen. Was ist da ein Fragezeichen? Da ist noch ein Hochhaus. Waren wir da schon? Oh, hier sind noch Pilze und... Waren wir da schon drin? Ich glaube nicht, oder? Alter! Sie existieren nicht, ja genau. Toll! Hallo! Schön, dass ihr da seid! Puh! Okay, hier kommen wir gar nicht rein. Aber eigentlich möchte ich ohne Kamera aufnehmen, weil es mir, wie gesagt, nicht so besonders geht. Aber hallo, schön, dass ihr da seid! So. Was war das denn bitte? Noch ein bisschen scannen, nicht dass wir irgendwas zum Sammeln vergessen oder übersehen. Ich habe schon wieder so eine zu Nase, unglaublich. Oh nein, 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 bitte seh mich nicht, da sind drei Soldaten. Oh, nein, er sieht mich, nein! Er sieht mich nicht, nein, er sieht mich. Nein, er sieht mich nicht, nein, was denn jetzt? Hilfe! Oh, fuck! Der kommt. Der Knight Rider. Der ist direkt hier. Da steht er. Da. Der dreht sich um. Nice. Ah, der hört uns ja auch, ne? Ah, wo sind die anderen beiden? Verdammt. Stealthy, Stealthy. Schön Stealthy hier. Ganz schön scheiß Wetter, ne? Was ist denn hier los? Wird das wieder so instabil hier alles? Oder wie ist das? Oder... Naja. So, jetzt erstmal den um die Ecke bringen. So, hallo. Ah, na. Hallo, Stealth. Wieso? Ich kann... Ah, jetzt. So, der legt sich schlafen. Wir nehmen natürlich alles mit. Aber wo waren die anderen beiden? Hier waren noch zwei mehr gewesen. Oh, fuck. Oh, da. Die stehen zusammen da. Oh, ich sollte mal nachladen. Klick-Klack, Motherfucker! So, hier ist ein toller Spielplatz für Kinder. Aber was sollen wir dort bei dem Fragezeichen? Muss ich die erledigen? Bleibt mir da nichts anderes übrig? Weil ich glaube, da wo die beiden stehen, da müssen wir, glaube ich, hin. Ach komm, was soll's. Wo ist er denn? Woher kann er wissen, woher kann er wissen? Oh, oh, Alter, hier sind noch mehr! Oh, 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 hier sind noch mehr! Alter, hab ich gar nicht gesehen! Leck mir doch den Hodensack! Der andere, den habe ich gar nicht gesehen! Wo ist der? Komm, zeig dich! So, der eine ist weg. Und der andere ist auch weg. Nice! Ihre Psyche hat abgenommen. Deswegen will ich eigentlich so wenig wie möglich hier rumballern, weil wir auch einen psychischen Zustand hier haben. Je mehr wir unseren psychischen Zustand quasi leiden lassen, also indem wir Leute erschießen, nimmt ja rapide unser psychischer Zustand ab. Und desto mehr werden wir wahrscheinlich auch von diesen Gestalten sehen, die wir hier zwischendurch zu sehen bekommen. Und das möchte ich eigentlich vermeiden. Aber... Naja. Ach du Heiliger. Hier liegen Leichen. Da ist ein Leichentransport.
gut, haben wir das auch gesehen. Hat sich ja gelohnt. Okay. Mit der 5 war das, ne? Na dann, wollen wir mal. Системы Дуга остается неизменным. Бывшие офицеры КГБ высокого ранга утверждают, что Дуга начиналась как военный проект. Но проект Дуга провалился, не работала так, как было запланировано, а проект обошелся почти в 7 миллионов советских рублей. Ja, da wären wir wieder. So. Olivers Psyche ist auch instabil. Okay, dann machen wir jetzt erstmal Rationen geben. Beide kriegen eine hohe Ration. Ja, möchte ich. Ich weiß noch nicht, wie wir die Psyche besser kriegen. Müssen wir mal schauen. So. Guck mal da hier. Oha, war das vorher auch schon da hinten, das Tschernobyl? Dieses Light über den Reaktor? Holy Jesus, okay. Wir wollten ja auch noch so ein bisschen unsere Base hier ausbauen. Ich komme mir gerade ein bisschen vor wie bei Reef Edge. Aber gut. Wie war das mit dem Baumenü B, ne? Baubar, Basis-Upgrade, Komfort. Luftqualität 95%. Eigentlich relativ gut, ne? Komfort ist halt schlecht. Was haben wir denn hier noch? Dekorationen. Pflanze, ja. Aber irgendwas, was die Luftqualität oder Komfort des Lebens vielleicht verbessert? Habe ich da irgendwie was? Hiermit schon mal nicht. Hiermit vielleicht? Plus 2, doch hier, guck mal hier sowas. Plus 3. Metalltisch. Vielleicht hier so eine Sitzecke. Obwohl, hier hatten wir ja schon sogar ein Radio hingebaut. Vielleicht hier noch so einen Tisch bauen. Na, guck mal an. Was haben wir denn noch hier? Oh, so ein Sessel. Guck mal. Drehen war wie? Warte mal, Drehmodus? So, ah, so. Ah, guck mal, richtig bequem hier. Guck mal, die haben es richtig schön hier. Ah, richtig gemütlich wird es hier. So, haben wir schon mal ein bisschen was für die Base getan. Okay, alles klar. So. So, mein Freund. Hallo, Oliver. Wie geht's dir? Igor, ich habe in der Zeit in der Armee viele böse Orte gesehen, aber dieser Ort steht ganz oben auf der Liste der 10 beschissensten Orte. Wir können eine Pflanze gebrauchen oder ein Radio. Ja, Pflanze habe ich schon. Ja, habe ich schon. Habe ich schon. Ja, 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 habe ich schon. Sicher, ich werde Pflanzen platzieren. Oder vielleicht ein Radio. Das haben wir gemacht. Wir haben schon ein Radio platziert. So. Dann würde ich sagen, beenden wir den Tag mit unseren... Hier müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Sachen... Wir haben ein paar Sachen sogar schon gefunden. Schaut mal. Um die Story voranzutreiben. Also würde ich sagen, legen wir uns schlafen und beenden damit quasi den Tag. Und ich würde sagen, auch quasi diese Folge. Wir schlafen jetzt ein bisschen. Den Tag 5, die Zuflucht am Morgen, startet in einer weiteren Folge Tschernobyl Light. Und dann seid ihr auch wieder mit dabei. Also macht's gut. Tschüss.